grüße euch. Hallo ihr Lieben, hier ist Renate mit einem riesengroßen Paket von Look Fantastic. Ja, wie komme ich dazu? Ich gucke da schon immer rum. Die arbeiten ja jetzt auch mit Glossybox zusammen seit einer ganzen Weile. Und einmal habe ich eine Box da bestellt, aber ohne Abo. Und jetzt hatten die zum Black Friday und zur Cyber Week so tolle Angebote. Ja, da bin ich dann auch eingestiegen. Ich konnte mich nicht mehr retten. Ich habe es getan. Und das Paket ist jetzt gekommen. Schauen wir mal zusammen rein. So, Messer. Weg. Riesenpaket. Sammy unterwegs. So sieht die Box von innen aus. Erstmal Papier. Sammy, das ist mein Tee, ne? Thema ein bisschen aus dem. Oh, Sammy, was ist das denn? Da haben wir was für ein Ding zum Zerreißen. Lege ich erstmal auf den Boden erstmal. Noch mehr Papier. Und noch mal Papier. Und so werde ich nicht glauben, da kommt noch mal Papier. Aber jetzt sind wir gleich da. So, da haben wir zuerst eine Geschenkbox von Rituals. Da habe ich mir ausgesucht, ich liebe Rituals. So, das Schwerpaket mal an die Seite. Und wie gesagt, das ist ein Geschenkpaket. Habe ich mir selber geschenkt. Schauen wir mal rein. Ritual of Happy Buddha. Ich habe davon, ich glaube, ein Duschgel von der Serie. Und das riecht so leicht süßlich und ich mag das sehr gerne. Ach, wie niedlich hier. Schleifchen mit Gummizug. Ist ja irre. Kann man sogar als Haarband anziehen, wenn man möchte, ne? Wenn man geschickt ist. So, schauen wir mal rein. Da steht, Happiness can be found in the smallest of things. Also Glück kann in den kleinsten Dingen gefunden werden. Das stimmt, ne, Sammy? Sammy guckt aus dem Fenster. So, und da sind diese Sachen drin. Ein Raumparfum. Ach ja, das war, glaube ich, mal in der Glossy Box. Aber ein bisschen größer, glaube ich, oder? Nein, weiß nicht. Dann, was ist das? Ich kann das von oben gar nicht sehen. Ah, eine Body Cream, also Körpercreme. Und dann ist hier ein Duschgel. Nein, Shower Scrub. Also, Shower Scrub ist Peeling, auf gut Deutsch. Peeling, ja. Und das Duschgel. So schick sieht das aus. Die Dose ist aber auch hübsch, so geprägt. So, als Bastler weiß man das zu würdigen, wenn es geprägt ist. So, das lege ich mal an der Seite. Dann noch eine Box. Die hatten also echt super Angebote, ich muss es sagen. Die hatten da eine Look Fantastic Black Friday Box. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Müsst ihr mal gucken. Also dieses Geschenkset von Happy Buddha hier hat jetzt noch gekostet 15,71 €. Das kostet normal, glaube ich, 20,95 €. So. Zack. Und das ist also die Black Friday Box. Ah, die ist auch schick. Schick, schick. Sieht gut aus, ne? Schwarz mit Gold, so ein bisschen Marmoreffekt. Schauen wir mal rein, ein kleines Papierkrümelchen. So, weg damit. Ja, es geht auf Weihnachten an. Man sieht's. Ist aber noch nicht so weit, dass man Gedichte erzählt. Dann ein Geschenk, Seidenpapierchen mit einem kleinen Siegel. Auch da steht drauf, Black Friday. Oh, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das Siegel aufbekommen habe, ohne das Papier zu zerreißen. Hübsch. So sieht das aus. Da haben wir also eine Charcoal Detox Instant Face Maske. Also Kohlemaske aus Bambusfaser.
ohne, also die befreit von Toxinen und gibt ganz viele Mineralien an die Haut ab und Feuchtigkeit und verfeinert die Poren. Mal sehen, ob das stimmt. Ich werde euch berichten. Das ist also das erste Produkt. Dann ist hier ein ganz hübscher Pinsel. So einen habe ich in größer, so einen abgeschrägten. Schick. Und ganz weich ist der. Gut gebunden, aber oben ganz weich. Von Luxi. Bin da nicht so informiert. Das ist süß. Haarelixier. Irish Whiskey for Unreal Shine. Also wenn man das in die Haare tut, dann gibt das einen Wahnsinnsglanz. Das rieche ich mal dran. Das riecht nicht nach Whisky. Ich glaube, das ist Whisky. Nein, irgendwie riecht es nach Parfüm, nicht nach Whisky. Aber das Fläschchen ist ja wohl zauberhaft. Mit Bajonettverschluss. Nee, das ist irgendwie ölig. Ich glaube nicht, dass man das trinken sollte. Ja, man muss von Kindern also weit weg halten. Und das ist definitiv was für die Haare. Paradox heißt es. Süß. Also allein die Verpackung ist ja schon total niedlich. Dann ist hier ein kleines Tütchen mit Yves Lom. Weiß nicht. Es ist aber versiegelt. Warum ist denn da kein Häppchen dabei? Für die Dummen, die nicht alles kennen. Weiß ich jetzt nicht, was das ist. Ingredients, Paraffin. Nur für Erwachsene. Was mag es das sein? Ich weiß es wirklich nicht. Wenn ich es rausbekomme, dann schreibe ich es nachher in die Infobox unten. Ich bin sicher, irgendjemand hat das schon ausgepackt und oder kennt das. Ich kann auch einfach mal danach googeln oder bei Lookfantastic gucken. Also mir sagt das gar nichts. Sieht aus wie irgendwas für die Augen vielleicht, aber ich weiß es nicht. Dann ist eine große Flasche hier, Body Lotion, aber richtig schick hier mit so einem Holzdeckel von Naubay. Natural and Organic, natürlich und organisch, sehr hübsch. Wo kommt das her? Aus Spanien, Valencia. Tu das doch mal weg da, bitte. Dankeschön. Ja, das Handy kommt in die Dose, ne? Jetzt muss ich nochmal nach meinem Tee schauen. Augenblick, ich habe mir nämlich einen Tee hier hingestellt. Jetzt tone ich um die Katze herum und habe meinen Tee. Ich trinke mal einen Schluck. Ah, das tut gut. Nein. Nicht da dran gehen, Sammy. Das ist ein Darjeeling-Tee. Lecker. So, dann haben wir, komm wieder rüber, Schatz. Achso, ich wollte jetzt auch noch sagen, was diese Box kostet. Die Box kostet nichts. Doch, die muss das kosten, ne? Ich glaube 25 Euro. Sollte es anders sein, dann sage ich es, schreibe ich es noch drunter. Aber ich meine, die war 25 Euro statt 30 Euro. Ursprünglich 30 Euro und am Freitag dann 25 Euro. Bin ziemlich sicher. So, dann haben wir hier, Moment, ein Haar von mir. Ein kleines, niedliches. Nein, da gehen wir nicht dran. Nein, du hast hier eine schöne Kiste, Schatz. Nein, hier bin ich noch dran. Du kriegst auch gleich die Holzwolle. Von Dr. Dennis Gross Alpha Beta Exfoliating Moisturizer. Also eine Feuchtigkeitscreme. Die ist bestimmt ganz toll, wenn es so ein kleines Diegelchen ist. Werden wir testen. Dann haben wir hier von Aiko. London Travel Size Eye Do Liquid Eyeliner. Ein niedlicher kleiner Eyeliner für unterwegs. Dann ist hier Glow To, ein Highlighter von CRT. Ich habe Nagellack von CRT. Kein Highlighter. Oh, ist die süß. Ist die süß. Aber richtig süß.
Gucken, wie die aufgeht. Ah. So rosig, silbrig. Total süß. Aber ich will die jetzt nicht anfassen, weil ich habe tatsächlich mehrere Highlighter gerade in Benutzung. Das wäre jetzt echt schade drum, wenn ich den nächste anbreche. Aber zauberhaft, oder? Ah, das gehört dazu, das Zettelchen. So. Dann haben wir noch hier ein Tübchen. Das ist 10 Minute Glow Crystal Clear Skin Care. Das ist also in 10 Minuten ein strahlendes Gesicht durch diese faszinierende Peel-Off-Maske. Ja, das werde ich ganz bestimmt testen. Also wenn ihr demnächst denkt, wow, die Renate sieht 15 Jahre jünger aus, dann war es bestimmt die Maske. Oder mein Mann hat mich zum Lächeln gebracht. Dann ist noch was von Pixi dabei. Pixi bei Petra Scherbatter Lip Balm. Das ist immer gut, ein Lippenbalsam. Offenbar getönt. Hat es eine Nummer? Ich versuche mal das aufzumachen. Ah ja, normal bin ich nicht so doll damit, irgendwas aufzumachen. Aber ich habe es geschafft. So, ein getöntes Lippenbalsam. Schön, ne? Gefällt mir. Meins. Von Pixi. Damit war diese Box fertig. Ich stelle das mal hier rein so lange und wische das mal weg. Da kommt nämlich noch was. Ich habe mir dann eine neue Foundation ausgesucht und dazu auch noch ein Puder von Rimmel. Rimmel London. Hier ist das Puder. Komm. Ganz hübsch geprägt. Ich nehme mal mit dem Finger ein bisschen auf. Okay. Soll also einfach so ein mattierender Finish-Puder sein. Natürlich in hell, weil ich bin sehr hellhäutig. Und die hat gekostet 3,45. Wie gesagt, das war alles rabattiert, alles mit 25% Rabatt. Alles. Und hier ist die passende Foundation dazu. Die hat 6,95 € noch gekostet mit dem Rabatt. Den Rabatt gibt es übrigens. Also jetzt heute, wir haben Montag, den 2. immer noch. So. Wow, die ist richtig gut deckend. Wollte ich auch haben, was Deckendes. Durchsichtiges habe ich reichlich. Ja, ich denke, das passt ganz gut zu mir. Schön. So, das war, da hatte ich extra bestellt, das war nicht in der Box drin. Und dann noch was ganz, ganz Verrücktes, das habe ich neulich gesehen bei der lieben Claudi. Die hatte die neulich schon bestellt. So, der Karton ist leer, den tue ich mal runter. Und den kleinen noch dazu. Aber nicht wegschmeißen, da ist der Deckel noch drin. Oder der Boden. Ich mache das mal auf. Die Claudi, die liebe Claudi hat die also neulich mal schon mal gezeigt. Die hatte die gekauft. Das sind Knallbonbons und die waren jetzt auch im Angebot, eben auch mit 25%. Die sind so süß. Die sind nicht nur süß, sondern auch sinnvoll. Und die haben 22,50 € jetzt gekostet. Ich trinke nochmal gerade einen Schluck. Darjeeling. Beim Erzählen kriege ich nämlich immer trocken im Mund. Ja, Sam, jetzt hast du da deine Box, ne? Moment, Knallbonbon, bitte komm. Ist das eine schicke Box? Super schick, ne? Also ich habe vorher noch niemals mit irgendwas mit Cyber Week oder Black Friday zu tun gehabt. Gar nichts. Hat mich alles überhaupt gar nicht interessiert. Ich habe einfach früher meine Do-Box bekommen, seit ein paar Jahren und dann jetzt haben die das eingestellt irgendwann und dann habe ich dann die Glossy Box mir gewählt. Und ja, wie lange habe ich entdeckt, dass es noch viel mehr gibt? Ich weiß gar nicht. Ein Jahr vielleicht? Auf jeden Fall war mir das voriges Jahr noch gar nicht bewusst mit der Cyber. Wie gesagt, das ist alles nur für Fernseher und sowas, alles, was mich gar nicht interessiert. Aber so schöne Sachen gibt es dann auch. Da sind also 2, 4, 6 Knallbonbons drin. Die kennt man ja, diese Christmas Cracker aus England. Da haben die
Normalerweise, also zu Silvester haben wir die ja auch, ne? Dann ist da so ein Knallpapier dazwischen, jeder zieht und dann macht es Puff und irgendwas fällt raus, ein kleiner Glücksbringer. Und in England sind da eben Geschenke drin, so wie hier. Ja. Und da sind also wirklich sehr hübsche Sachen drin. Hier von Le Couvent. Eine wunderbare Handcreme. Botanical Hand Cream. Ich riech mal dran. Ja, die riecht sehr schön. Ein kleines bisschen auf das obere, wo noch keine Creme drauf ist. Riecht ein bisschen nach Kräutern. Passt, ne, zu dem Namen. Schön. Ja, wo tue ich das denn noch hin? In die Mitte vielleicht. Ne? Die Cracker darf man nicht wegschmeißen. Die füllen wir nachher wieder. Nächster Cracker. Mal raus. Da ist noch was drin. Zettelchen. Christmas is doing a little something extra for someone. Also Weihnachten bedeutet etwas Kleines für jemand anderes noch zu tun. Da ist was dran, ne? Das ist von Charles M. Schulz. Ach so, die Peanuts. Und das ist Moringa Cleansing Balm. Also eine Reinigungscreme. Schick. Sehr schick. Da ist auch ein Zettelchen. Hier ist überall ein Zettelchen drin, wie es scheint. Warum Papierchen? Nein, wie süß ist das denn? Papierchen geschnitten. Ach, das ist eine Krone. Jetzt kann ich die aber nicht anziehen. Ich habe ja schon meine Rentierohren an. Ich lege sie mal schön beiseite. Was steht denn da? Love the giver more than the gift. Also liebe den Schenker mehr als das Geschenk. Natürlich. Und beim ersten Mal stand Christmas isn't just a day, it's a frame of mind. Also Weihnachten ist nicht nur ein Tag, das ist eine Einstellung des Geistes. Da ist von Elemis eine Kollagen-Nachtcreme drin, Anti-Aging. Ich werde demnächst sehr jung aussehen. Vielleicht sind wir durch, ihr Lieben, vielleicht sind wir durch. Gatte lächelt und denkt, wäre es doch vorbei. Ja, wenn ich dich nicht hätte, könnte ich das gar nicht machen. So. Und was ist das? Sleek Make-up. Da. Vorsichtig. Vorsichtig. Jetzt ist die Abdeckung gefallen. Ist nicht schlimm. So, das ist... Ich sehe mich. Ja, das ist Puder. Moment. Eine Palette, eine Blush-Palette. Wie heißt das? Rouge. Rouge-Palette. Das kann ruhig da unten liegen, das ist egal. Hebe ich nachher auf. Und dann mache ich so, weil ich weiß, dass mein Mann nicht auf dem Video sein möchte. Und zeige euch die Farben. Und die sind richtig schön. So ein Aprikoton und so ein ganz heller Sandton und ein etwas dunklerer Ton. Also richtig schön. Gefällt mir die. Hört man das Klack? Ganz satt. Ah, schick. Richtig schick. Puder war das. Puderrot. Wo ist das kleine Zettelchen? Mit den Sprüchen. Ich will noch einen Spruch haben. Da kommt er. Er ist drin. Er muss auch rauskommen. So. Christmas isn't a season, it's a feeling. Also Weihnachten ist keine Saison, keine Jahreszeit, also es ist ein Gefühl. Und ist es nicht wahr? Und hier sind überall so Krönchen drin. Wir können zu Weihnachten alle um den großen Tisch sitzen und jeder hat ein Weihnachtskrönchen an. Gatte ist begeistert. Er kann es nicht so zeigen. Was ist das denn für ein? Ist das ein Öl, ne? Forest Therapy. Bath and Shower Oil, also ein mit von der Aromatherapie, Bade- und Duschgel. Riechen. Bade-
gerade und Duschöl natürlich nicht Gel. Boah, das riecht aber auch so richtig nach Kräutern. Ganz, ganz stark nach Kräutern. Ich glaube, das ist wirklich so Aromatherapie. Das ist gar nicht verkehrt. Ich glaube, sogar wenn du erkältet bist, hilft das. Forest Therapy, Waldtherapie. Wunderschön. Und noch eine letzte Cracker. Also da sind echt hochwertige Sachen drin. In den Crackern. Kein Zettelchen? Doch. Wir wollen noch einen Spruch haben. Christmas is a season, but not only of rejoicing, but of reflection. Also Weihnachten ist eine Jahreszeit, aber nicht nur, was mag rejoicing sein? Ich weiß nicht. Also man soll auch reflektieren jedenfalls. Es ist von Winston Churchill und ich habe es nicht verstanden, was rejoicing ist. Habe ich noch nie gehört. Dann nützt dann auch kein Abitur. Muss man im Dictionary nachgucken. Rejoice. Nein, keine Ahnung. So, das ist Ila Maska Hydra Veil. Und was mit Feuchtigkeit. Wow, was ist das denn niedliches? Ila Maska. Nie gehört, aber sieht süß aus. Eine Creme. Ein Gel. Guckt mal. Ganz festes Gel. Das fühlt sich komisch an. Das riecht fast nach nichts. Wahrscheinlich habe ich jetzt hier schon irgendwie 5 Euro am Finger oder so. Und das ist jetzt zusammengeschrumpft. Ich mache schnell das Deckelchen drauf und werde mich dann erstmal einlesen, dass ich nichts verkehrt mache. Tja, riecht irgendwie noch gar nichts, meiner Meinung nach. Ila Maska, Hydrafil High, Rehydrating Gel. Ja, also zurück, Feuchtigkeit gebendes Gel. Gut, vegan. Vegane Formel. So viele Schätze. So viele Schätze. Tolle Box. Und alles mein. Und mein Tee. Moment. Ja. Ich hoffe, euch haben die Sachen so gut gefallen. Ich muss das erstmal geistig überhaupt verarbeiten, was hier alles liegt. Ganz davon zu schweigen, dass ich das ja auch noch unterbringen muss und probieren muss und auch Wahnsinn. Aber jetzt kommt gleich noch was. Das muss ich schnell holen. Momentchen noch. Guckt mal. Da haben wir eine Highlighter-Palette, 3 verschiedenen Highlight-Tönen, natürlich noch original verpackt und unbenutzt. Wenn das jemand gerne haben möchte, also ich verlose das. Nein, wir verlosen das, denn die Idee war von meinem Mann, muss ich ganz ehrlich sein. Wie gesagt, 3 verschiedene Highlight-Töne, so ein silbriger, ganz heller Ton, goldiger und in der Mitte so Rosé-Gold vielleicht. Also für jede Gelegenheit Highlighter. Und wer die gerne haben möchte, der schreibt einfach Highlighter, Hashtag Highlighter. Ja, und dann wandert in der Lust auf und irgendjemand bekommt sie dann. Das war's. Ich hoffe, euch hat unser Video gefallen. Ich bin echt überfordert. So viele tolle Sachen auf einmal, meine Güte. Ich sag mal, bis demnächst. Tschüss.